bin Samira Belov, bin Comiczeichnerin und ich arbeite und wohne in Basel. Ich habe mal so den provisorischen Titel «Zwei Kulturen» gegeben. Und es geht eigentlich darum, wie ich aufgewachsen bin, weil mein Vater ist von Marokko und meine Mutter ist Schweizerin. Und es geht so ein bisschen auch um die Identitätsfindung zwischen diesen zwei Kulturen. Und ich habe auch lange irgendwie nicht so recht annehmen, dass ich jetzt noch Marokkanerin bin. Und es ist wie immer so ein bisschen das Hin und Her, wo steht man eigentlich? Ich finde es schon noch herausfordernd, dass es nicht, ich will nicht, dass es so zeigefingermäßig irgendwie so, da ist schlecht, am Islam, da ist schlecht, am Christentum, so, da will ich überhaupt nicht, sondern ich versuche es wirklich dann so darzustellen, wie es ist, weil das ist absurd genug. Ich habe eigentlich so unser Familienmodell genommen mit Mutter, Vater, meinem Bruder und ich. Und die Figur wird nicht eins, also alle Figuren werden nicht eins zu eins mir sein, aber schon sehr stark unseren Charakteren so inspiriert. Und die Hauptfigur ist eine Frau, eine Teenager, eine junge Frau. So, und sie hört mega gerne Metal. Metal ist das Schlimmste, was du kannst hören, irgendwie im Islam. Das ist so ein bisschen Teufelsmusik. Und der Bruder ist eher so ein bisschen ein ruhiger und ist Gott einmal einfach so ein bisschen in sein Zimmer, wenn es wieder Reibereien gibt. Und die Mutter ist wie immer so ein bisschen dazwischen, zwischen dem Vater und der Tochter, die da die ständigen Reibereien haben. Ja, und ich habe es gern, wenn die Hauptfiguren ein bisschen laut sind. So ein bisschen frech sind. Also es wird sicher so etwas in diese Richtung gehen. Also das Comic-Stipendium ermöglicht mir, dass ich mich auf den Prozess meiner Geschichte konzentrieren kann. Dass ich wirklich jetzt am Storyboard arbeiten kann, dass ich die Figuren ausarbeiten kann, dass ich einfach ganz in die Welt eintauchen kann von dieser Geschichte und später dann auch einen Verlag für das finden, dass ich eine gute Geschichte vorlegen kann. Und es ermöglicht mir auch, dass ich mal länger auf Marokko gehen könnte und so ein bisschen tagebuchartig alles aufzeichnen, auch nochmal ein bisschen Inspiration sammeln und da dann auch in die Geschichte einflüssen. Und ich fände es auch schön, wenn dann das Leute lesen, die auch irgendwie mit so zwei Kulturen aufgewachsen sind, gerade vielleicht auch mit dem Islam und dem Christentum, dass sie das lesen und so sind, ja genau da, weil wenn ich mit Leuten darüber rede, die auch so aufgewachsen sind, dann gibt es so mega viele Gemeinsamkeiten in dem. Und ich glaube, Leute, die nicht so aufgewachsen sind, finden es einfach mega absurd, zum Teil so. Mein Name ist Simon Kiener, ich bin in Bern aufgewachsen, in der Nähe vom Tschernergut und mache jetzt ein Comic-Projekt über das Tschernergut. Ja, ich kann etwas machen, gell? Ja, nicht machen! Ja, der war öfter anders wieder. Ja! Eben, jeder, der nichts gemacht hat. Ja! Hey, die Sonnenbahn, die sind. In meinem Comics geht es darum, einerseits um das Tschernergut. Also mein Ziel ist, dass ich wie ein Porträt zeigen über das Quartier, das halt auch mit relativ viel Vorurteilen behaftet ist. Und andererseits um die Leute, die halt dort wohnen. Und das Spezielle an meiner Geschichte ist, dass eigentlich alles am gleichen Tag stattfindet. Aber es sind fünf verschiedene Kurzgeschichten gegliedert, wo fünf verschiedene fiktive Figuren eigentlich gezeigt werden, die dort wohnen. Also ich habe mich dazu entschieden, fünf Figuren zu nehmen, die irgendwie möglichst weit voneinander irgendwie entfernt sind, sowohl kulturell als auch vom Alter her und vom Geschlecht her. Und das heisst, dass eine Figur ist eine alte Frau, zwei Brüder, also zwei kleine Kinder, eine Gruppe von Jugendlichen, eine junge Mutter mit ihrer Tochter und einen älteren Mann. Also ich arbeite so, dass ich sehr viel mich im Quartier bewege, mit offenen Augen und auch mit offenen Ohren und halt, ja, mir die Leute anschauen und auch hören, was sie sich erzählen.
Und das eigentlich dann kombinieren mit eigenen Erfahrungen, die ich in diesem Quartier schon gemacht habe. Und allgemein aus meiner Biografie. Also, ich glaube, in jeder Figur, die in meinem Comic vorkommt, steckt auch ein gewisser Prozentsatz von meiner eigenen Biografie irgendwie drin. Die Lamas sind immer noch nicht da. Die Lamas waren hier, ja. Das ist eben auch noch geil. Zum Beispiel da vorne, der Tisch und der Eingang der Teufgarage, ist für mich halt klar, dass das der Ort ist, wo die Kinder ihre Schneeballschlacht machen. Das Preisgeld ist schlussendlich, gibt es mir Zeit, die ich brauchen kann und kann investieren in das Projekt. Was für mich natürlich mega, mega wertvoll ist. Weil ich einfach auch gemerkt habe, an diesem Comic-Projekt zu arbeiten und gleichzeitig noch andere Aufträge zu machen, die auch nicht einfach so easy nebenan zu machen ist. Das funktioniert einfach nicht. Also, es ermöglicht mir eigentlich wirklich mehr 100% mehr auf das Projekt einzulassen. Endlich eigentlich. Gut, super. Sehr schön. Darf ich das behalten? Weitere Motivation. Bei meinen Comics ist es mir wichtig, dass ich Themen anspreche und Geschichten erzähle, die wirklich ein breites Publikum anspricht und ich damit auch Leute erreichen kann, die sich vielleicht nicht so für Comics interessieren und die sich außerhalb dieser kleinen Comicsblase befinden. Ich heiße Wanda Dufner, ich bin 28 und komme aus dem Aargau und arbeite hier im Atelier in Zürich-Oerlikon seit 2 Jahren. Und ich bin sehr begeisterte Comiczeichnerin. Ja, ich kann es schneiden. In meiner Arbeit geht es um eine 17-jährige Teenagerin, die schwanger wird. Es fängt an mit der Geschichte vorher, was sie eigentlich für Ängste hat. Mitschüler reden über, wer hat schon alles Periode und dass sie eigentlich Albträume hat, schwanger zu sein. Und dann lernt sie ihren Freund kennen und er ist nicht wirklich so verantwortungsbewusst. Und dann wird sie plötzlich schwanger. Also eigentlich das Schlimmste passiert, wo alle Mädchen immer ein bisschen Angst haben davon. Und dann geht sie in ein Loch. Die Reaktion, die eigentlich ihr entgegenkommt, ist zum Teil sehr unprofessionell. Und genau diese Sachen möchte ich eigentlich auch thematisieren. Also wieso, was bedeutet das eigentlich? Also da wird das Mädchen Mutter. Also in einem Alter, wo es nicht sein sollte. Und die Gesellschaft sieht so ein bisschen an, selbst einfach daran herum kritisieren. Also speziell ist sicher, dass es sehr persönlich ist und es viele Tabuthemen aufgreift und ich mich selber auch ein bisschen schützen muss, und auch mein Kind. Und, es ist sicher auch schwierig, den Humor und die Tragik im richtigen Gleichgewicht darzustellen, also, dass es nicht zu sehr abzieht, aber es auch nicht ins Lächerliche zieht. Ja. Und letztes Jahr habe ich mich mit einer Gruppe Illustratorinnen aus Zürich und sie haben mir eben auch dazu geraten, ja, mach das doch. Und ich habe mit ihnen auch über das Projekt geredet von Teenager-Schwangerschaft, dass ich das gerne machen würde. Und dann haben sie mir auch so ermutigt, ja, mach es. Und ich habe dann auch wie gemerkt, ja, man muss gewisse Geschichten muss man einfach wirklich rausbringen und überall versuchen. Und ich denke, das war so ein starker Wunsch, gewesen, das zu erzählen, dass es mich beworben hat. Ja. Ich habe dann gemerkt, jetzt habe ich etwas in der Hand, wo ich dann auch Leuten sagen kann, die nicht so an meine Arbeit glauben. Und auch für mich selber weiss ich, wie, oh ja, das ist jetzt etwas wert, ich bin auf dem richtigen Weg. Und das ist ein schönes Gefühl. Mich motiviert es, denke ich, vor allem, weil ich selber eher schüch und introvertiert bin, dass mich der Comic ermöglicht, wirklich meine Meinung zu sagen. Also, das, was ich vielleicht früher in dieser Situation nicht sagen konnte oder mich nicht wehren konnte, dass das auch in dieser Geschichte nachher gezeigt wird und dass es Mütter und auch
junge Mädchen ermutigt oder auch einfach Bestätigung gibt, dass es sich so zu fühlen eigentlich okay ist. Sie es wieder mal hören, ja, dass so auch andere fühlen.